Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Ich habe überlebt. Ich habe den Flugzeugabsturz überlebt. Was für ein Glück. Oh mein Gott. Sonst scheint niemand... Oh Gott, ich bin der Einzige. Und dann eine einsame Insel. Oh Gott. Oh nein. Hallo? Ist da jemand? Was ist das? Oh, Büsche. Okay, immer was zu essen. Was habe ich hier? Egal. Was habe ich hier in der Hand? Das einzige Gepäck, was ich... Egal. Zuerst mal Nahrungsmittel. Oh Gott. Oh, ich hab überlebt. Hosenkorb, Handbuch für was passiert, wenn du auf einer nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel gestrandet bist. Zuerst Nahrungsmittel besorgen. Check. Holz besorgen. Ich glaube, ich sehe da hinten einen Baum. Okay, oh Gott. Schritt Nummer 3. Wir müssen uns ein Dach über dem Kopf besorgen und auf Rettung warten. Na. Toll, das kann natürlich ein gutes Stück dauern, bis ich hier jetzt mitten im Nirgendwo gerettet werde. Oh, shit. Okay. Puh. Ben, erinnere dich an deine Ausbildung. Das Hosenkorbtraining muss ich jetzt bezahlt machen. Ach, eins nach dem anderen. Ganz cool, ganz ruhig. Acht Blueberries. Okay, Baum. Langsam bewegen. Denk dran, wir müssen Kalorien sparen. Auf dem Weg zum Baum mal schauen, ob wir hier noch irgendwas zu finden. Oh Gott. Ah. Hm. Ah. Nein. Ah. Nützliche Materialien. Wir müssen alles einsammeln, was wir kriegen können. Ein Baum. Oh Gott, was ist das? Ah, oh, ich höre Lava. Nicht gut. Bin ich hier auf einem Vulkan gestrandet. Okay. Hallo Lava. Nichtsdestotrotz, Holz, Baum. Eventuell habe ich ein bisschen Glück und es wird sogar ein Apfel getroppt. Ich bekomme sogar einen Apfel. Eventuell habe ich Glück und ich bekomme sogar einen Apfel. Werkzeuge. Nach dem Holzfällen die Werkzeuge machen. Beziehungsweise zuerst sollte ich mich mal nach einem Unterschlupf umsehen. Wer weiß, wie lange ich hier auf dieser Insel. Oh Gott. Das komplette Flugzeug. Da waren so viele Passagiere drin. Was mit denen allen passiert ist, wir werden es wohl nie erfahren. Ich kann nur hoffen, dass ich überhaupt vermisst werde. Oh Mann. Okay, kein Apfel, immerhin ein neuen Sitzling, das ist gut. So, weiter umschauen. Da hinten ist eine größere Insel, oder? Das ist noch ein Baum. Was ist das? Öl? Ein weiterer Baum. Juhu, Weizen. Weizensetzlinge. Weizensetzlinge. Okay, jetzt heißt es schwimmen. Puh, hoffentlich schaffe ich mit meinem kaputten Arm den Weg nach hinten. Ja, mit nur einem Arm schwimmen ist
Oh, wirklich. Ich hoffe es, ich hoffe es. Oh, Tintenfische. Oh, gut. Leider werde ich die wohl gerade nicht kochen können, weshalb ich mit denen nicht mehr Nahrungsproblem lösen kann. Oh mein Gott. Nochmal kurz die Schritte ins Gedächtnis rufen. Nahrungsmittel sorgen, Nahrungsmittel besorgen, Nahrungsmittelversorgung besorgen. Sollte soweit zumindest mal für den Anfang genügen. Und jetzt Holz haben wir auch. Da kann ich nur hoffen, dass es nicht so schnell dunkel wird. Muss mich beeilen. Beeilen und gleichzeitig nicht zu viel bewegen, um möglichst... Wow. Okay. Okay. Nett. Nett. Nette Insel. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Holz. Mehr Holz. Mit Holz kann ich mir meine ersten Werkzeuge bauen. Und, oh mein Gott. Ich merke schon, dass ich etwas hungrig werde. Soll ich jetzt schon meine Beeren essen? Nein, ich glaube, ich warte besser, bis ich sehr hungrig bin. Um eventuell die Alternative für andere Lebensmittel offen zu halten, die mir eventuell noch über den Weg laufen. Die Insel ist ja noch nicht ganz erkundet. Vielleicht hat es ja hier irgendwelche essbare weitere Flora und Fauna. Nein. Oh, doch. Okay. Wir haben alles. Setzlinge, Gras, nichts zu pflanzen. Okay. Oh. Puh. So, wo schlage ich jetzt am besten mein Lager auf? Da drin? Ne, ich glaube, da komme ich so leicht nicht runter. Oh doch, Wasser, ich könnte springen. Natürlich die Frage, wie ich wieder rauskomme. Oh, da hinten ist ja noch eine Insel. Uhu. Okay. Schöne Drei-Insel-Faltigkeit. Wenn die nächste noch besser ist als die hier, dann haben wir so gut wie überlebt. Ich finde aber keine, nichts weiter zu pflanzen. Das beunruhigt mich ein klein wenig. Geronimo mit Kopfsprung. Platsch. Oh, verdammt. Ich hätte mit einem Arm nur schwimmen. Okay. Puh. Okay. Ob sich diese Schlucht hier irgendwie durch die Berge durchzieht? Na, wir werden sehen. Durch die Berge, durch die Inseln. Sieht eventuell so aus, ha? Huh? Schwimm. Da geht's hoch. Da. Oh. Wasser verschluckt. Wow. Wow, das ist eine schöne Insel. Hier bleiben wir. Egal was weitere Inseln bringen, hier bleiben wir. Da hinten wurde ein Chunk nicht geladen. Was ist das? Oh, ich höre Gegner. Nicht zu viel bewegen. Nicht zu viel bewegen. Denk an deinen Kalorienverbrauch. Der ist unter mir, okay. Gut. Bäume pflanzen. Wir brauchen Holz. Holz. In der Hoffnung, dass hier ein Apfel herunterfällt. Wo können wir den nächsten noch setzen? Da. Erstmal hier nochmal alles weghauen. So. Keine Samen. Das sieht prädestiniert aus, um hier ein Häuschen drin aufzuschlagen, einen Lagerplatz aufzuschlagen. Büsche pflanzen. Schock. Büsche pflanzen. Was ist das? Aluminium Gravel. Okay, interessant. Was steht hier so ein Aluminiumblock mit in der Gegend rum? Auch wenn es nur ein Aluminium Kiesblock, Kieserzblock ist. So, Holz, mehr Holz.
Mehr Holz. Oh, was ist das? Zuerst das Holz. Zuerst das Holz, zuerst das Holz, zuerst das Holz. So, jetzt hier kurz wegschlagen, damit ich hier rein kann. Puh. Okay. Oh, ich werde immer hungriger. Einen Apfel, ein Königreich für einen Apfel, bitte. Gib mir einen Apfel. Nein? Okay. Einen Apfel, ein Königreich für einen Apfel. Ich kann wirklich nur hoffen, dass ich hier relativ schnell gerettet werde, denn ich habe nicht gesehen, dass hier irgendetwas lebt. Außer eventuell Zombies und Skeletten. Ja. Schwarzer Humor. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Zitronenlimonade draus. App. So, es wird dunkel. Mist, es wird dunkel. Oh shit, es wird dunkel. Ich habe noch kein Dach über dem Kopf. Schlecht. Okay, ich bin jetzt schon so hungrig, dass ich nicht mehr rennen kann. Müssen wir zusehen, dass wir die Nacht irgendwie überstehen. Oh, das ist Baumwolle. Nice. Hallo Baumwolle. Mal schnell alles einsammeln noch. Und dann werden wir uns wohl einen provisorischen Lagerplatz suchen müssen. Go. 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 Oh, oh, oh. Baumwollsamen, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, ich stelle noch alles Fällen. Ach, Fällen sag ich schon, abbauen. Komm. Wow. Okay. Mal kurz mit der Axt durch den Wald. Okay, nachdem ich die geerntet habe, scheinen die jetzt hier aus dem Boden rauszuspringen. Aber immer noch kein essbares Zeug außer meinen 8 publischen Beeren hier. So, weg damit. Weg damit. Weg damit. Genug Samen sollten wir haben. Vielleicht kann ich mir eine Decke oder sowas zusammenbauen. So. Okay. Gut. Und bevor jetzt noch irgendwelche Gegner auftauchen, weg hier. Wir nehmen uns. Oh. Den hier als Lagerplatz. Oh shit, 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 shit. Also. Puh, okay. Jetzt. Holz. Wir müssen zuerst etwas Holz verarbeiten. Ich brauche einen festen Block laut Hosenkorb Überlebenshandbuch. Das ist in Ordnung. Dann einen Craft. Au, oh, ich habe den Pfeil im Hintern. Nein, im Bein stecken, verdammter Mist. Ein Crafting Table. Okay. Hosenkorbwerkzeuge. Hosenkorbwerkzeuge. Dazu brauchen wir zuerst. Pattern. Also das hier so in dem hier, dann die Hälfte hier in die Hälfte hier hin und 4 Stück hier. Vielen Dank. Wir brauchen eine Toolstation. Oh, ein neues Buch. Apropos Bücher. Was habe ich hier eigentlich als einziges Handgepäck dabei? World Domination with Open Blocks. Okay, ich bin hier der Herr auf meiner eigenen Insel. Warum brauche ich noch World Domination? Materials and You. Rotary Craft Handbook. Reactor Craft Handbook. Hm, naja, okay, wer weiß. Toolstation. Passt. Toolstation kann ich mir meine Werkzeuge machen, um mir dann morgen, sobald es wieder hell ist, eine kleine Höhle zu graben, eine Höhle zu bauen. Dazu brauche ich aber diese Teile hier. Und für die Teile zu bauen, brauche ich eine. Das andere ging so. Oh Gott. Stencil Table. Der kommt hier hin. Und als drittes im Bunde brauchen wir, darum habe ich einen Block noch gebraucht, einen Part Builder. So, jetzt. Stencil Table, hallo Herr Stencil Table, dazu brauche ich aber zuerst noch mehr hiervon. Mist, so. Es ist zu spät für mich. So, ich kann mich bei den Lichtverhältnissen hier nicht mehr aufs Bauen konzentrieren. So. Jetzt, Moment, nein, den hatte ich auch absichtlich da drin, weil ich hier. Nein, ich habe doch alles. Ah, verwirrt. Hier drin. Wir brauchen unsere Werkzeuge. Wir brauchen eine Toolrod. Wir brauchen eine Pickaxe. Ein Pickaxe-Head. Wir brauchen eine Schaufel. Wir brauchen einen Axtkopf und wir brauchen ein Toolbinding. Ein kleines. Da ist es.
So, jetzt hierhin. To Rod. Dankeschön. Pickaxe hat. Den müssen wir hier draus machen. Dankeschön. Schaufelkopf. Das könnte ich eigentlich gleich schon hier drin liegen lassen. Dankeschön. Für die Schaufel brauchen wir aber auch noch einen Tool Rod. Ja. Und wir brauchen auch noch einen dritten Tool Rod für unser drittes Werkzeug. Unser drittes vorläufiges Werkzeug, wohlgemerkt. Haben wir. Ich brauche dann noch eine Schaufel. So, jetzt kann ich es mal drin liegen lassen. Noch eine Schaufel, kann ich auch stacken. Sehr schön, eine Axt. Okay, und ein Toolbinding, das wir auch wieder aus einem halben machen können. Sehr gut. Okay, wir sollten alles haben soweit. Jetzt können wir hier hingehen und können hier unsere Werkzeuge zusammen craften. Zuerst unsere Pickaxe, einen Kopf, so hier. Bitteschön, das hier mal alles weg. Nein, hahaha. Sehr lustig. Nicht da rein, dahin. So, nach der Pickaxe kommt die Schaufel. Also, falsch rum, du kommst hier hin, du kommst dahin. Eine Schaufel. Und Nummer 3 im Bunde wäre unser Cutter, Madhawk, wie auch immer man das ausspricht. Der wird so gebaut. Damit kann ich dann gleich, sobald es hell wird, unsere Baumwolle und unsere Seeds anpflanzen. Baumwolle. Brauchen noch einen, doch noch einen Crafting Table. Da führt kein Weg dran vorbei. So, daraus kann ich nämlich mit meiner Baumwolle Baumwollblöcke machen. Oh, das war natürlich so nicht. Ah, schade, mir fehlen genau 5 Stück. Da hätte ich mir können ein schönes Bett zusammenzimmern. Okay, never mind. Sollte funktionieren. Ein Truhe wäre nicht verkehrt. Dankeschön. Wir haben noch genug Holz. Jetzt wird es aber langsam mit meinem Hunger knapp. Oh Gott. Okay. Immerhin fast gestillt. Und jetzt warten wir schnell darauf, dass es wieder Tag wird. Wir könnten mal kurz schauen, wer uns hier belagert. Oh Gott, Creeper. Creepy Creeper. Oh mein Gott, nein, wir werden alle sterben. Creeper. Zombies. Da ist ein Zombie in Rüstung, das ist schlecht. Okay, aber sonst sehe ich so eigentlich keine großen Gefahren, die nach Sonnenaufgang nicht verschwinden sollten, außer den Creeper da hinten. Was für ein Glück habe ich den Baum gewählt und nicht den Baum da hinten. Puh, okay. In die Sicherheit meines Baumhauses gerettet, habe ich die Nacht fast überlebt. Und ich kann wirklich nur hoffen, von meinen Nahrungsmitteln her, dass mich, dass Cheffe schon eine Rettungsaktion ausgesandt hat, dass sie immerhin unsere letzten Koordinaten haben und dass wir relativ schnell gerettet werden. Oh Gott. Der Mond geht unter, die Sonne geht auf, sehr schön. Und jetzt warten wir darauf, dass unsere Gegner anfangen zu brennen. Ich höre ein Skelett, ich hoffe, es ist nicht gerüstet. Ja, sieht gut aus. Okay, perfekt. Brennt! So, ich habe die Nacht kein Auge zugetan. Wer hätte das gedacht? Achso, ich könnte auch einfach meine Axt benutzen. So. Wer hätte es gedacht? Ich habe kein Auge zugetan. Da ist ein Creeper. Oh shit. Bleib mir fern, Creeper. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir unsere Weizen hier pflanzen. Creeper. Vor dem Creeper flüchten. Immer noch mit nur einem Arm, wohlgemerkt. Oh Gott. Unsere Bäume sind noch nicht gewachsen. Schade. Da ist der Creeper. Steht am Baum. Das ist in Ordnung. Ich würde sagen, ich nehme dieses kleine Teichchen hier und werde hier mein Weizen pflanzen in der Hoffnung, dass mir der Creeper nicht nachgelaufen kommt. Nein, sieht gut aus, okay. Der Zombie kommt mir nach, das ist nicht gut. Na gut, sobald er aus dem Wasser rauskommt, ist er auch verbrannt. Das kann ich hiermit weitermachen. Um die Materialien des Werkzeugs zu sparen,
Wir können zwar reparieren, aber man muss ja nicht unnötig. Oh, ein Apfel! Ja! Ja! Rettung! Ein Apfel! Hurra! Hurra! Festmahl! Wir können. Oh! Oh shit! Gerüstet. Nicht gut. Den müssen wir jetzt leider ausraufen. Oh shit, was mache ich jetzt? Ein großer Zombie, schlecht. Shit. Shit, 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 shit. Folgt er mich immer noch? Sekunde. Drei Stück hiervon. Eins. Zwei. Drei. Er verfolgt mich nicht mehr, das ist gut. Part Builder. Toolstation. Wo ist mein Stencil? Da ist mein Stencil. Ich brauche dann aber bitte noch schnell 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, Stencil. Ich brauche eine Schwertklinge und ein White Guard. Eine Schwertklinge. Oh, Mist. Falsch aufgebaut. Eine Schwertklinge. Und ein White Guard. Hoffentlich verbraucht er kein halbes. Ah, egal. Okay, ich krieg einen Stick raus. Perfekt. So, Schwert. Achso, ich brauche noch einen Tool Rod. Mist. Tool Rod. Hier. Okay. Läuft. Ach, mir brennen die Augen. Ich habe nicht geschlafen. Bin müde. Schwertklinge. Tool Rod. Schwert. Kurz sortieren. Und auf geht's. Auf Zombiejagd. Soll ich jetzt schon essen? Nein, wir warten noch. Wir schauen noch schnell, ob wir hier irgendwas finden. Ich brauche mehr Samen. Ich brauche viel zu wenig Samen. Okay, perfekt. Noch einen mehr. Hier müsste doch auch ein Barley wachsen. Nein? Okay. Noch mehr Weed. Noch mehr Weed. Okay, Zombie. Attacke! Oh, er ist despawned. Gut, so kann man es natürlich auch machen. Jetzt schnell Schaufel. Ein wenig Landschaftsgestaltung betreiben. Eins, zwei. Ach, muss ich nachher sowieso wegmachen. Dann kann ich es auch gleich da lassen. So, dann begradigen wir hier unseren Tümpel. Okay, begradigen. Sehr gut. Oh, ein Sapling. Ich habe schon gesehen. So, und jetzt schnell pflanzen. Ich hab Hunger, ich hab Lust auf Brot. Acht Stück. Eins, zwei, drei. Oh, passt ganz gut. Genau. Ich stelle noch die letzten Baumfällen. Und dann können wir uns ein Dach über den Kopf zimmern. Saplings ist es gut. Mehr Saplings bedeutet auch, dass ich eventuell einen neuen Apfel bekomme bei einem neuen Baum. Mehr Holz ist immer gut. Da ich noch keine Hubschrauber am Horizont sehe, habe ich das ungute Gefühl, dass ich hier ein wenig länger Zeit verbringen muss. Ich fange schon an mit mir selbst in der Mehrzahl zu sprechen. Den Baum kann ich hier eigentlich wieder pflanzen. Und den anderen dann hier hin. Oh, Zombiefleisch. Notfalls würde ich also auch Zombiefleisch essen können. Okay, das soll es vorerst mal gewesen sein. Uff. So. Meine imaginäre dritte Person, die mir hier zuschaut. Ich denke, ich habe soweit mal die ersten beiden Tage überlebt. Und wie es dann mit mir auf dieser einsamen Insel weitergeht, werden wir dann immer noch in der dritten Person in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Robinson Ben.